Warum also nicht so wie die Zen-Stoiker sich sagen, nun gut, wenn ich nie zufrieden sein kann, dann bin ich halt zufrieden mit dem nie zufrieden sein können. Hier also ebenso, nun gut, wenn ich somit niemals richtig begreifen und richtig erkennen und richtig es vor allem behalten können, dass ich ja da bin und dass ich existiere, was soll's dann? Dann bin ich halt nicht da und existiere einfach nur und vollziehe all das, was durch diese Pulsation des Da- und Wieder-Wegseins in dieser großen Rekombinationsmaschinerie als Produktionsergebnis am Ende daraus werden soll, indem ich selbst wieder in dem Prozess umzuverwandeln bin und aus dem Dasein wieder weggemacht werde. Was soll's schon? Wird schon wissen, was es damit will, dieses Dada-Dasein.